Hallo und willkommen bei den Spezialisten für BMW und Mercedes. Wir bringen euch jede Woche Videos zu den beiden Marken, erzählen euch was zu Modifikationen, Nachrüstungen, Krankheiten, Problemen. Heute haben wir hier einen nagelneuen Mercedes GLS. Das Ding hat 20 Kilometer auf der Uhr. Und was machen wir Cooles hier? In dem Video geht es um eine bestimmte Kodierung. Es ist möglich, bei diesen Fahrzeugen verschiedene Sachen freizuschalten, nachzurüsten, zu kodieren, zu aktivieren. In dem Fall geht es um die Start-Stopp-Automatik. Die Start-Stopp-Automatik ist bekannt, ist nicht so wirklich optimal für die Motoren. Der Motor geht jederzeit aus, geht wieder an und so weiter und so fort. Könnt ihr im Internet nachlesen, gibt es ganz viele Artikel. Darum geht es aber nicht in dem Video. In dem Video geht es um die Kodierung der Start-Stopp-Automatik. Und zwar, wir haben die Möglichkeit, die Automatik nicht komplett zu deaktivieren. Das ist natürlich illegal. Ihr verliert die Betriebserlaubnis, denn die ist wichtig für die AU bzw. für die Euro-Norm. Aber wir können euch die Start-Stopp-Automatik so programmieren, dass die Start-Stopp-Automatik sich die letzte sozusagen Position bzw. Einstellung merkt. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel die Start-Stopp-Automatik, sagen wir mal heute, deaktiviert habt, ihr seid nach Hause gegangen, schlafen, kommt am nächsten Tag wieder, die ist immer noch deaktiviert. Wenn ihr die aber aktiviert habt und am nächsten Tag sozusagen wieder zum Fahrzeug kommt, ist sie wieder aktiv. Wie das genau aussieht, werden wir euch gleich mal zeigen. So, ich sehe jetzt, ich sitze jetzt im Fahrzeug, ich kann ihn mal zum Beispiel starten. Der ist halt hat noch kaum hier was im Tank, deswegen lange werde ich nicht laufen lassen, ist halt nagelneu von Daimler hierher. So, starten wir jetzt. Ihr seht, Start-Stopp, ne, kann man hier sehen, ist momentan an. So, ich mache das Fahrzeug aus, ne, ich mache den entsprechend wieder an. Ihr seht, Start-Stopp bleibt sozusagen an. Ne, also, wie gesagt, so wie ihr das von eurem Fahrzeug kennt. Die Modifikation, die hier ist, ist offiziell, das heißt, wir verändern ja nichts in dem Sinne an der EU-Norm, sondern das ist auch alles weiterhin funktionsfähig. Wir stöpseln das Ding jetzt einmal auf aus. Ne? Also Start-Stopp ist jetzt deaktiviert. Starten das Auto. Wir sind jetzt ein bisschen gefahren. Machen das Fahrzeug wieder aus. Machen das Fahrzeug wieder an. Und was für ein Wunder, das Ding ist jetzt deaktiviert. Das heißt, viele sind auch oder viele fragen uns bezüglich der Start-Stopp-Geschichte, einfach weil es manchmal auch ein bisschen gefährlich ist, bei manchen Fahrzeugen, wenn Start-Stopp deaktiviert ist oder sozusagen anders das Fahrzeug ausgeht, geht auch die Lenkung zum Beispiel nicht. Deswegen möchten manche Leute das Ding halt im Endeffekt halt je nachdem deaktiviert haben, aber nicht permanent. Und das ist so eine Möglichkeit. Habt ihr eben gesehen, wenn man möchte, ist das halt aktiv. Es merkt sich die letzte Position, die man da hat und schon kann man das entsprechend halt aktivieren, deaktivieren. Und die Fahrzeug des Autos ist entsprechend halt nicht irgendwie einbegriffen. Wir haben da keine Module verbaut, nicht irgendwelche Steuergeräte, nichts gelötet und so weiter und so fort, sondern alles original, so wie das von dem Hersteller auch sozusagen die Möglichkeiten gewesen ist. Natürlich kann Mercedes sowas nicht machen, ist natürlich sehr verständlich, die haben auf sowas keinen Bock und machen das entsprechend natürlich auch nicht. Ja, ich hoffe, das kurze Video hat euch so ein bisschen Einblicke geschaffen, was wir hier für Möglichkeiten haben. Wir haben natürlich sehr, sehr viele andere Möglichkeiten, die wir für Mercedes euch anbieten können, verschiedene Kodierungen und so weiter und so fort. Fragt einfach nach, ruft uns einfach an. Am besten wäre aber eine E-Mail mit einer Fahrgestellnummer und mit einer konkreten Anfrage, was ihr da gerne kodiert haben möchtet. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet das nächste Mal gerne wieder ein. Abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr keine unserer Videos. Und bis zum nächsten Mal.